Bitte mal Ruhe. Es wird gesagt, in Dresden kennt jedes Kind Dynamo. Wer von euch kann mir die Grundaufstellung, die beste Aufstellung Dresdens nennen? Warte mal, was? Die Aufstellung, die Spieler. Oh je. Hefner! Hefner? Ich bin gar nicht mehr dabei. Heidler! Du? Okay, Korte. Korte. Da hinten das kleine Mädchen. Bitte, wer? Korte. Riedel. Aber nicht mehr als elf, ne? Sind ja noch nicht elf. Na, ich merke schon, so richtig habt ihr die Sache noch nicht durchdacht, ne? Heidler, Webo. Aber im Großen und Ganzen. So was denkt man nicht. Hauptsache, sie gewinnen. Und sie gewinnen. Zumindest öfter als jede andere Oberligamannschaft in unserem Lande. Wir wollen diese Gemeinschaft ein bisschen näher vorstellen. Ihre Spieler. Ihre Anhänger. Und auch noch dieses oder jenes andere. Halbzeitpause im Punktekampf gegen Jena. Hier wissen sie noch nicht, dass sie 45 Minuten später zum 6. Male den Titel eines DDR-Fußballmeisters errungen haben werden. Dass es ihnen zum 3. Male nacheinander gelingen wird, was zur ohnehin erheblichen Leistung noch die Würze des Hattricks beigibt. 1978 ist für die SG Dynamo Dresden ein Jubiläumsjahr. Sie ist nun ein Vierteljahrhundert alt. Es ist das Los von Jubilaren im Leistungssport, dass sie sich trotz aller guten Wünsche anderer die schönsten Geschenke selbst bereiten müssen. Noch eine Dreiviertelstunde, dann werden sich diese Männer daran gehalten haben und die Erfolgsbilanz der Sportgemeinschaft Dynamo wird klingen wie die keines anderen Clubs in unserem Lande. 6-mal Erster und 3-mal Dritter in der DDR-Meisterschaft, 2-mal Pokalsieger und noch weitere 4-mal Teilnehmer am Pokalfinale. Doch damit ist die Aufzählung des Außerordentlichen noch nicht komplett. Es ist, von Ausnahmen einmal abgesehen, durchaus legitim, auch die Zuschauerresonanz einer Mannschaft zu ihren Erfolgen zu zählen. In der letzten Saison kamen pro Heimspiel mehr als 30.000 Anhänger. Das ist für unsere Verhältnisse eine geradezu sensationelle Zahl. Gibt es wohl nennbare Gründe dafür, dass in Dresden mehr kommen als anderswo? Weshalb? Ich würde sagen, es spielen den technisch besten Fußball, aber nicht den konsequentesten, beziehungsweise den, ich muss aufdrücken, denn auch dieser Wohlwollende gerät in Schwierigkeiten, denn es gibt leider doch nicht nur Lobendes zu sagen. In den internationalen Spielen nämlich, die allein letztlich über die Größe einer Mannschaft Auskunft geben, gelangen nur gelegentliche Achtungserfolge, mehr nicht. Damit befindet sich der Meister ja in Übereinstimmung mit dem gesamten DDR-Fußball. Probleme solch grundsätzlicher Art sind letztlich nur über eine Verbesserung in der Nachwuchsausbildung zu lösen. Es ist der erklärte Ehrgeiz der Dresdner Dynamos, die nächsten Jubiläen nicht wieder nur als gewissermaßen DDR-interne Berühmtheit zu begehen. Ehemalige Große der Mannschaft, wie hier Hansi Kreische, die ihre praktische Erfahrung durch ein Studium ergänzten, und auch andere pädagogisch und fachlich kompetente Trainer widmen sich mit sorgfältigster Aufmerksamkeit den Dynamo-Typen. Irgendwann muss es doch einmal gelingen, dass es der FC Liverpool ist, der den Lostopf verflucht, der ihn mit Dynamo Dresden paart und nicht umgekehrt. Schön. Und wieder etwas langsamer, wir werden wieder langsam. Inmitten des bunten Gewimmels, das tagtäglich die Nebenplätze bevölkert, fanden wir auch Dynamos nunmehr dritte Kreische-Generation. Sven Kreische hat gegenüber Vater und Großvater insofern bereits einen Vorsprung, als diese mit 9 Jahren noch gar nicht begonnen hatten, Fußball zu spielen. Generationswechsel auch im Amt des Trainers der ersten Mannschaft. Walter Fritsch, der 9 Jahre lang Wohl und Wehe Dynamos verantwortete, legte es kürzlich in die Hand eines Jüngeren. Gerhard Prautsch ist der neue Mann am Steuer. Bis 1969 selbst Dynamo-Aktiver, dann jahrelang Fritschs Assistent. Hochfang!
Seite? Ich denke, wir werden gut mit unserem neuen Trainer auskommen. Und es wird sicherlich ein sehr gutes Verhältnis zwischen Trainer und Spieler herrschen. Er hat selber bei uns gespielt und er kann sich, glaube ich, gut in die Spieler rein vertiefen und wir können uns auch gut in die Trainerarbeit hinein vertiefen. Mannschaft sollte ein Kollektiv sein. Ist Dynamo Dresden, die Oberligamannschaft, ein Kollektiv? Ja, ich möchte im Großen und Ganzen sagen, dass wir ein gutes Kollektiv sind, Dynamo Dresden. Natürlich gibt es in jedem Kollektiv Schwierigkeiten und die Schwierigkeiten liegen bei uns. Wenn wir ein Spiel verloren haben, dann müssen die Fehler kritisch ausgewertet werden und das geht natürlich nicht immer glatt, weil da jeder Spieler seine Meinung sagt und die ist natürlich nicht immer positiv. Ist das Kapitänsamt manchmal sehr schwer? Es ist natürlich nicht immer einfach, Kapitän einer Mannschaft zu sein. Ich möchte sagen, einfach ist es dann, wenn der Ball rollt, wenn jedes Spiel gewonnen wird. Wenn sich aber doch Schwächen in einer Mannschaft zeigen, dann ist es nicht einfach, als Kapitän zu wirken. Und man muss dann praktisch mit dem Trainer zusammen und mit den Führungsspielern, möchte ich sagen, versuchen, das Kollektiv wieder hinzubekommen. Der Fußballsport ist ziemlich zeitaufwendig. Das ärgert die Frauen der Spieler normalerweise. Andererseits aber kommen sie auch mit in den Genuss der Popularität ihrer Männer. Frau Dörner, es müsste ja eigentlich ein Traumleben sein an der Seite eines so berühmten Mannes. Ist es so? Nein, von dem Traumleben könnte ich eigentlich nicht sprechen. Man hat viele Entbehrungen auf sich zu nehmen. Hat man natürlich auch schöne Seiten, Freuden, gemeinsame Erlebnisse. Was überwiegt? Schattenseiten oder das Erfreuliche? Es hält sich die Waage. Wenn wir im Folgenden auf diesen oder jenen Spieler etwas näher eingehen, so kommen die Zwischenmusiken wie diese hier von einem der größten Chöre des Landes. Gottfried Heidler, Sie studieren Sport und da wird ja nun allerhand verlangt, nicht nur Fußball. Und ich habe gehört, Sie hatten gewisse Schwierigkeiten mit dem Schwimmen. Das soll bei Ihnen anfangs ein Kampf gegen das Ertrinken gewesen sein. Ist das richtig? Ja, ganz so war es nicht. Gegen das Ertrinken. Schwimmen konnte ich schon. Nur die einzelnen Sportarten oder besser gesagt Disziplinen haben mir große Schwierigkeiten gemacht. Vor allen Dingen das Delfinschwimmen und Rückenkraulschwimmen. Und ich hatte doch ganz schön zu batteln, um die Zeiten zu erreichen, die gefordert waren. Und ist alles jetzt passiert? Es ist alles klar, ja. Ich habe sie gerade so erreicht. Wann werden Sie mit dem Studium fertig werden? Voraussichtlich nächstes Jahr. Und die meisten Ihrer Mannschaftskameraden studieren ja auch entweder Ökonomie, glaube ich, oder Sport. Stimmt. Läuft alles normal? Ich glaube doch, dass wir gut im Rennen liegen da. Obwohl es natürlich große Schwierigkeiten gibt, das Trainingsprogramm und die Wettspiele mit den schulischen Leistungen zu vereinbaren. Ja, das wollte ich fragen. Wird die Belastung nicht manchmal enorm? Ja, ich glaube schon, dass sie ziemlich hoch ist, aber mit ein bisschen guten Willen kann man es schon schaffen. Sportmann Riedl, wir haben bei einem der letzten Punktspiele Sie mit der Kamera eine Zeit lang in Zeitlupe verfolgt. Und erst beim Ansehen der Bilder auf dem Schneidetisch ist mir aufgefallen, wie häufig Sie eigentlich während eines Spiels so zu Boden gehen, zu Boden gerissen werden von den harten Verteidigern. Sagen Sie, in solchen schlimmen Situationen hadern Sie da nicht manchmal mit Ihren doch relativ geringen Abmessungen, meine jetzt Körpergewicht und Größe? Naja, das kann man nicht so sagen, aber es ist natürlich schwer, gegen stämmige Verteidiger sich durchzusetzen. Und
aber manche muss das eben wegstecken, wenn man bestehen möchte. Haben Sie nie, sagen wir mal, Aggressionsgelüste? Ja, manchmal kommt das schon und da muss man eben die Nerven zusammenhalten, um nicht aus dem Rahmen zu fallen. Sind Sie ihn schon mal durchgegangen? Oh ja, leider musste ich schon vom Platz gehen. Wann und wo waren das? Es war zum Pokal-Endspiel in Leipzig, wo ich vom Schiedsrichter Klöckner in der Verlängerung des Feldes verwiesen wurde. Weshalb? Nur wegen einem Versuch, so nachtreten. Ja. Bedauert man es hinterher richtig aus ehrlichem Herzen? Natürlich, dann ist man selbst, wird man selbst kritisch und sagt, also hier sind die Nerven durchgegangen, das darf sich auf keinen Fall wiederholen. Helfen, Sie gelten als außerordentlich bewegungsbegabt, als sehr schnell, überhaupt als großes Talent. Dieses sportliche Talent, beschränkt sich das ausschließlich auf fußballerische Fähigkeiten oder hätten Sie möglicherweise auch Ambitionen und größere Möglichkeiten in dieser oder jenen anderen Sportart? Haben Sie sich da schon mal getestet? Ja, ich habe als junger Spieler, also im Schülerbereich, in einer Leichtathletik-Sektion mittrainiert und habe dort auch relativ gute Ergebnisse erzielt, besonders im Sprint- und Sprungbereich, aber ernsthafte Ambitionen hatte ich eigentlich nie, da ich von Kind an im Fußball begeistert war und auch gespielt habe. Wissen Sie, was Sie heute die 100 Meter laufen können? Na, ich nehme an, ich werde 100 Meter in etwa in 11,2 bis 3 Sekunden laufen. Aber Sie rennen Sie im Training nicht? Auch nein, es wird auch nicht trainiert in dem Maße. Haben Sie irgendeine Testleistung auf einer anderen Strecke? Ja, also bei uns wird getestet 60 Meter und 30 Meter, sowie 10 Meter. Mhm. 60 Meter ist meine Bestleistung 6,9 etwa und 30 Meter 3,9. Der Trainer lobt Sie selbstverständlich über den grünen Klee, denn Sie sind ja ein begnadeter Fußballer. Aber er nennt auch eine negative Eigenschaft. Können Sie sich denken, welche das sein könnte? Sicher, dass ich ziemlich sensibel bin und das weiß ich selbst. Aber ich versuche zwar, diese Empfindlichkeit im Spiel abzustellen, aber es ist mir bis jetzt nicht immer gelungen. Recht herzlichen Dank. Ich freue mich, dass Sie da mit dem Trainer übereinstehen. Sie galten und gelten als kollektiv erhaltender Spaßvogel in der Mannschaft. Einer, der die Truppe immer wieder hochreißt, auch dann, wenn es mal nicht so läuft. Nun sind Sie ja seit einiger Zeit dazu verurteilt, sehr häufig auf der Reservebank zu sitzen. Geht es da noch, sich diesen Optimismus zu erhalten? Tja, warum soll ich nicht mehr lustig sein? Zu einer guten Fußballmannschaft gehören zwei Torhüter. Einer kann nur stehen und der Bernd Jakubowski ist zurzeit der bessere Torhüter. Und warum soll ich dann nicht mehr lustig sein und die Truppe aufmuntern, auch wenn wir mal verlieren? Das ist ganz natürlich. Das ist überall so auf der Welt. Und ich werde weiterhin meine Späße machen. Walter Fritsch, geboren 1920 in Zwickau-Planitz, mithin zur Zeit 58 Jahre alt. Ein eigenwilliger Mann mit viel Fußballverstand und Mutterwitz. Ein unverwechselbarer, ob seines unbekümmerten Auftretens, seiner drastischen Ausdrucksweise und nicht zuletzt seines unverfälscht erhaltenen Zwickauer Dialekts. Sei vor dir. Bewegung, Peter. Wieder Bewegung machen. Die 9 Jahre, die er die Mannschaft führte, waren Dynamos bisher erfolgreichste. Sind Sie mit der Mannschaft gut ausgekommen? Ich möchte sagen, gut ausgekommen, ja. Und auch sage ich manchmal nein, das ist ganz natürlich. Denn wenn ich als Trainer fordere, kritisiere, und der lässt sich gern kritisieren.
Sie sind ja jetzt seit über 30 Jahren Trainer und in erster Linie ein erfolgreicher Trainer. Aber Sie sind, glaube ich, in der ganzen Zeit auch bekannt als harter Trainer. Muss ein erfolgreicher Trainer auch ein harter Trainer sein? Weshalb bezeichnet man Sie als einen sogenannten harten Trainer? Na, ich möchte sagen, dass der Name Harter Fritsch nach meinem Wissen gekommen ist, dass ich Forderungen gestellt habe, sportlichen Lebenswandel, hohe Trainingsdisziplin, hohe Trainingsbereitschaft, dann im Training die taktischen Aufgaben zu erfüllen, zu erlernen, anzuwenden im Spiel erfolgreich. Und ich möchte sagen, ich war mitnichten zufrieden. Dies war der Augenblick des Abschieds für Walter Fritsch. Dynamo war zum dritten Male hintereinander Meister geworden. Er schied als erfolgreicher. Künftig wird er seine Kenntnisse dort anwenden, wo der DDR-Fußball sie streng genommen am nötigsten braucht. Als Berater bei der Sichtung und Betreuung von Nachwuchstalenten.